Hallo und willkommen zurück zu Parkway 5. Ja, wir machen ja weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir müssen erstmal gucken, was haben wir denn überhaupt hier? Wir haben 7 Punkte, okay. Wir müssen erstmal hier wirklich gucken. So, Story-Mission. Tritt aufs Gas. Kapere einige der Laster und bringe sie zurück. Aber wo? Der Sektor und liefere sie. Ach, hier steht's. Ach, gucke, hier steht sogar. Liefere sie in False End ab. Also hätte ich sie wirklich anscheinend an die eine Stelle bringen müssen, da wo ich sonst immer alles hingestellt habe. Oh mein Gott, also haben uns nur noch 10, 15 Meter gefehlt und wir hätten das abgegeben gehabt. Okay. Okay, gut, wir wissen erstmal jetzt, wo wir es abgeben müssen. Man sollte halt auch mal lesen, gell? Wer lesen kann, ist manchmal klar ein Vorteil. Oder wer lesen tut. So, das sind alles die Missionen. Exklusiven Klöten. Okay, was sie dabei hatten. Das ist ja mit den Feuerzeugen gut, da müssen wir immer gucken. Dann machen wir das jetzt halt. Das ist die Mission. Okay, sind wir dann schneller, wenn wir jetzt dahin oder von hier nach da? Ich glaube, wenn wir von hier nach da. Also, ja. Ja, wir machen von hier nach dort. Sind vielleicht auch bloß 100 Meter oder so, aber 100 Meter sind 100 Meter. Oh, ist sogar doch nicht ganz. Ich glaube, wir waren bei 400 oder 500 Meter, jetzt sind es bloß 200 Meter. Oh mein Gott, ey, die gehen eigentlich wirklich auf den Sack, ey, diese. Das ist doch so übertrieben, ey, mit diesen verkackten Flugzeugen. Na dann lass uns mal hier eine Eierfeier starten. Mal raus, die Scheiße! Braucht man kein feines Besteck. Das geht mir so auf den Sack wirklich mit der Musik. Das geht mir so auf die Ketten. Ich kann mir nicht vorstellen, was du gerade durch. Jemand hat Sachen von Edens Gate gestohlen. An dieser schrecklichen Brücke. Die Sekte findet den Dieb nicht. Aber ich wette, er versteckt sich vor ihrer Nase. Schaukeln! Oh, noch ein Körper versteckt. Der letzte Schliff. Hast du sie? Hast du diese Fleischbeutel des Sieges? Ach du meine Güte, die diesjährige Eierfeier wird die beste aller Zeiten. Ich kann es gar nicht erwarten, einen dieser leckeren Bälle zwischen die Zähne zu bekommen. Wenn ich diese kleinen Spermaschnitzel hier gewürzt und geklopft habe, werden sie einfach überirdisch gut schmecken. In Zeiten wie diesen wird uns klar, was wirklich wichtig ist. Unsere Freunde, unsere Familie, unsere Gemeinschaft, unser Zuhause. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Held. Und jetzt lässt du dir diese Lendenleckereien schmecken, nicht wahr? Komm schon, schnapp dir was zu trinken und dann legen wir los. Oh ja, Zeit für ein Fest. Ein paar Drinks später. Hier ist ja voll die Party im Gang, was ist denn hier los? Okay, was ist hier? Man sieht ja gar nichts. Okay, ich glaube, wir haben hier einen Fehler drin. Ich glaube, wir haben hier einen Fehler drin. Wir sehen nichts. Letzten Checkpoint laden müssen wir jetzt mal versuchen, weil. Wir können rumspringen, aber es passiert nichts. Okay. Irgendwie ist hier ein Fehler drin. Also wir haben jetzt gerade kein Bild gesehen. Sehr gut. Gefällt mir. Über einen noch größeren Personalmangel klagen. Wenn der Kongress den derzeitigen Haushaltsentwurf absegnet, werden viele von uns leiden. Dann geht's zur Eierfeier. Ah!
Halt da mal die Klappe hier, das war die Kackmusik, ey. Hi. Die Sekte soll sich jetzt sehr für die alte Wellington-Mine interessieren. Ich dachte, die Mine wäre erschöpft. Was sie da wohl gefunden haben? Jetzt nur noch der Letzte schläft. Deputy. Hi. Hast du mir meinen Wunsch erfüllt? Na klar. Na klar, mein Kumpel. Ach du meine Güte, die diesjährige Eierfeier wird die beste aller Zeiten. Ich kann es gar nicht erwarten, einen dieser leckeren Bälle zwischen die Zähne zu bekommen. Wenn ich diese kleinen Spermaschnitzel hier gewürzt und geklopft habe, werden sie einfach überirdisch gut schmecken. In Zeiten wie diesen wird uns klar, was wirklich wichtig ist. Unsere Freunde, unsere Familie, unsere Gemeinschaft, unser Zuhause. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Held. Und jetzt lässt du dir diese Lendenleckereien schmecken, nicht wahr? Komm schon, schnapp dir was zu trinken und dann legen wir los. Okay. Oh yeah. Zeit für ein Fest. Ein paar Drinks später. Oh, jetzt funktioniert's. So, wir müssen Luftballons abschießen. Scheiße. Easy. Easy. A Party Schweinchen. Ist erstmal ein Schweinchen mit Partyhut auf. Ich geh kaputt. Okay, dann war jetzt gerade was verpackt. Okay, na mal gucken. Ah, ich werde das vielleicht nicht rausschneiden. Also falls ich es dann doch rausgeschnitten habe, dann wundert euch nicht, wenn ich das hier so sage. Wir hatten gerade in dem Test davor hatten wir einen Bug, da hatten wir nur ein schwarzes Bild, da ging nichts. Aber jetzt ging's und genau. Da lassen wir das jetzt mal so voll, ja. Und was wollten wir denn noch machen? Ach hier, ein Prepper Versteck. Preppen. Zipkupka, nee, wir wollen preppen. Wir sind ja Überprepper. Die Regierung nicht ohne Kollateralschäden ins Wanken bringen. Hast du die Seilrutschen am Aussichtsturm gesehen? Ich glaube nicht, dass die Sekte sie angebracht hat. Wo die wohl hinführen? Hilfe! Hilfe! Ist alles gut? Wir haben alles Kontrolle, Mädel. Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt sind wir wieder bei unserer guten alten Face. Denke ich zumindest. Weil man hier ja gerade das Bliss gesehen hat. Ich hoffe, es schmeckt euch.
Schaut ja schon wieder Musik. Ich habe mir das Spektakel gern angesehen, wie sich das ganze County selbst in Stücke gerissen hat. Oben in der Scheune habe ich ein paar Leckerli für jeden gelassen, der tapfer genug ist, mein Geisterhaus zu durchqueren. Dankeschön. Den knacken wir erstmal ganz motiviert. Dankeschön. Scheide, okay, dann müssen wir aber erstmal hochkommen. Ach jo. Genau hier runter bei dich, sehr schön. Ich würde erstmal gerne irgendwie da rein. Hier können wir irgendwo rein. Na, dann wollen wir mal. Ins Geisterhaus der Verrückten. Egal was ich sehe, ich knall alles ab. Ja, Sie wünschen bitte. Hallo? Achso, das ist das hier bloß. Hat deine Klappe. Telefon. Und das findest du jetzt witzig, oder was? Da scheint irgendjemand besoffen zu sein. Clownsgedanken, wenn man Gott fürchtet.
muss man auch den Teufel fürchten. Man muss ihn fürchten. Man nimmt einen jungen Menschen und nimmt seinen Körper und seine Seele. Seinen leeren Körper nimmt man, um mehr junge Menschen zu holen, deren Körper man stehlen kann. Nein, 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 nein. Du wirst dir noch wünschen, dass man dir den Verstand aus dem Körper kratzt, denn wenn es mit deinem Körper fertig ist, wirst du ihn nicht mehr wollen. Oder wenn er mit deinem Körper fertig ist, nee, er. Wenn, genau, wenn es mit deinem Körper fertig ist. Okay, da haben wir das. Wir wollten ja, warte mal, wo wollten wir die Punkte reinjagen? Jetzt haben wir ja 10, wir wollten die irgendwo mehr. Genau, LMG, Flammenwerfer, Raketenwerfer und Granatwerfer, genau. Hier wollten wir die Punkte reinknallen. Ja gut, hier unten, da müssen wir eigentlich nichts reinfeuern. Ach, guck, da ist schon wieder dabei. Ist er nicht schon seit dem dritten Teil dabei? Der ist doch schon wirklich seit dem dritten Teil dabei. Wie geht's, Mann? Geht dich doch gar nichts an, Mann. Du hast jetzt im Gefängnis das Leben gerettet. Ja, oder? Kannst du mal sehen. Okay, haben wir denn noch hier irgendwo was zum Preppern? Hier sind noch zwei. Hier hinten haben wir eins in der Nähe, das könnte man eigentlich noch tun. Ui, da ist sogar ein Feuerzeug in der Nähe, guckt euch das an. Ja, da können wir uns das siehst du gut, dass wir den machen, da können wir uns gleich noch das Feuerzeug holen. Ja. Mir doch egal, ich bin schon lange weg. Hier liegt's. Okay, dann gehen wir dann gleich hier rüber noch. Scheiße! Verdammte Kacke, bleib doch stehen! Jetzt, Amon! Na, oh, genau jetzt in dem Moment bewegt er sich da. Weil du da geil, gell? Der sieht mich schon dort ohne Scharfschützengewehr. Oder war der das gar nicht?
Ich ahne hier Schlimmes, gell? Wenn ich hier die ganze Brücke sehe. Ich glaube, wir müssen uns jetzt hier langhangen wie so ein Papian. Meine Kumpels und ich haben ein Vorratsversteck der Peggys geplündert. Wir haben die Ausrüstung in den Brückenpfeilern versteckt. Du wirst einen guten Kletterhaken brauchen, um da ranzukommen. Sehr schön. Hui! Komm, bleib doch noch stehen, ey. Ich dachte, der rennt weiter. Scheiße. Ja, ich treff den wohl gar nicht. Weil da hinter der Mauer ist. Nein! Ich war doch drauf. Ah, guck mal. Hui! 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 Das ist doch scheiße! Boah, Schwein. Fuck, ey. Oh mein Gott. Was sagst du? Danke. Ah, okay, da hoch müssen wir jetzt so. Lol, Alter. Liegt man erstmal 40 Meter. Dankeschön. Aua. Ja, ich wollte schon sagen, hier gibt es gar keine Kohle diesmal. Ich wollte schon fast mit Heulen anfangen. Das wollte ich wirklich tun. Was? Hamster? Was? Nö, der angelt bloß. Okay. Das geht uns am Arsch vorbei. Na, dann würde ich sagen, wo hätten wir denn das nächste dann? Da unten. Warte. Nee, komm, das schaffen wir noch.
das könnte man doch noch schaffen, oder? Wir sind doch eigentlich wieselflink. Munition haben... Der Hund sieht echt freundlich aus. Reife Leistung, wie du die Kultisten losgeworden bist. Ja, oder? Sehe ich genauso. Was anderem helfen. Nein. Abgelehnt. So, und jetzt haben wir doch... Ich hab hier echt großes Ungeziefer. Ich brauche einen Kammerjäger. Hab einen Auftrag für dich. Das viele reife Obst lockt Bären an. Normalerweise würden wir sie fangen und irgendwo an einem sicheren Ort wieder freilassen. Aber diese Bären haben diese Bliss-Scheiße-Intus, die Sekte hier eingelagert hatte. Jetzt sind sie nicht mehr zurechnungsfähig. Es ist zu gefährlich, sie zu fangen. Wir müssen sie einschläfern. Dieser Ort hat was ganz Besonderes. Hallo, redest du mit mir? Ja, okay, dann machen wir halt noch schnell das mit den Bären jetzt hier. Ach, das ist gar kein Bär. Ja, wo sind denn die anderen Bären? Heilige Scheiße! Danke, dass du auf mich aufpasst. Eine Einheimische nervt uns damit, dass wir ihren persönlichen Kram zurückholen sollen, den ihr die Sekte abgenommen hat. Wir können gerade niemanden entbehren, aber vielleicht könntest du mal nach ihr sehen. Nadine Abercrombie. Oh, süßer Name. Abercrombie. Okay, hier sollen wir ja das... mit den Bären machen, aber wo findet man denn die Bären jetzt so? Wo soll ich denn jetzt hier die Bären finden, sag mal? Die Bären müssen sich ja auch hier wirklich irgendwo versteckt haben. Die Frage ist nur wo, gell? Ich meine, es kann ja auch wirklich sein, dass die durch die Schüsse weggerannt sind. Und ehe die jetzt wieder da sind, ist auch so eine Scheiße. Oh ne, hier ist einer. Okay, hat sich erledigt. Okay, dann hat sich das vollkommen erledigt. Okay, dann laden wir gleich mal ein bisschen Munition auf, oder? Ja, doch. Oder nee, es müsste passen. Komm, wir haben 338 Munition. Ich werde sie alle umbringen. Ja, mach das. Dann würde ich sagen, hat eine Klappe. Dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Ich danke euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.
Haut rein.